Guten Morgen! Wir sind gerade auf dem Weg zu A Billion Rising. In Leipzig, wie in jeder großen Stadt in Deutschland, wird heute für Frauenrechte getanzt. Und ja, da wir ja gerne tanzen, kommt gerade eine Straßenbahn! Da wir gerne tanzen, gehen wir einfach hin und tanzen jetzt 2 Stunden für Frauenrechte. Und ja, vielleicht, wie gesagt, visuelle Eindrücke, ich weiß noch nicht ganz genau, ob da was ist. Vielleicht sind wir nur 5 Mann oder so, vielleicht sind wir auch nur 10, vielleicht sind wir 100 Leute, keine Ahnung. Inwieweit, das Wetter ist geil, es ist wirklich richtig, richtig geil. Lädt eigentlich dazu ein, draußen zu tanzen, aber naja, mal schauen. Ich finde es immer ganz gut, wenn man solche Sachen, wirklich, wenn man die Zeit hat, einfach mal unterstützt, einfach mal hingeht, weißt du. Ob man nun irgendwo, wenn sich nicht mal einkaufen geht oder mal eine Runde spazieren geht, dann schaut euch doch mal die Facebook-Veranstaltungen in eurer Umgebung an. Da gibt es immer irgendwelche von Tierschutzorganisationen oder von... Ja, von irgendwelchen Sachen, die ihr gut findet, die ihr unterstützt, immer irgendwelche Aktionen und ja, und dann einfach mit hingehen, ein bisschen Support zeigen, weißt du, und dann auch nette Leute kennenlernen und deswegen, ich kann es echt nur empfehlen. Und wie gesagt, vielleicht gibt es ein paar visuelle Eindrücke, bis gleich und A Billion Raisin, sage ich nur. Ist jetzt zu beachten, auch im Internet, laut einer aktuellen Studie des Europarats wird es zu allen Frauen die Teil abgetan, aber ein sexistischer Shitstorm mit Mordandrohungen bis hin zu Vergewaltigungsfantasien ist nichts anderes als Gewalt, Leute. Diese Grenzüberschreitungen sind keine Einzelfälle, sondern Ausdruck von strukturellem und tief verwurzeltem Sexismus in unserer Gesellschaft. Besonders heftig trifft es Feministinnen. Die Konsequenz von Gewalt im Netz ist dann allzu oft der Rückzug aus der Netzöffentlichkeit. Mit der Folge, dass Frauen mundtot und unsichtbar gemacht werden. Mitaktivistinnen und Mitaktivisten. Ich freue mich hier, heute im Namen der Jungliberalen Leipzig zu euch zu sprechen und gemeinsam mit euch und 100.000 anderen Aktivisten und Aktivistinnen auf der gesamten Welt ein Zeichen gegen Diskriminierung von Frauen zu setzen. Erstmal alle runter auf den Boden, weil so fängt es an. Und dann gehen wir gemeinsam hoch. Also alle runter und macht doch alle mit. Es ist egal, wie ihr dabei aussieht, denn ihr seht eh toll aus.